Ja, und dann habe ich diese kleine feine Mischung. Und da nehme ich morgens vor dem Frühstück, ungefähr so eine halbe Stunde bis 20 Minuten vor dem Frühstück, nehme ich da hier so einen Löffel. Herzlich willkommen. Abnehmen, unser leidiges Thema Abnehmen. Jeder hat ja so ungefähr so ein, zwei, drei Kilo zu viel, die meisten zumindest, aber manche haben sehr viel zu viel. Und es geht ja nicht um dieses, ja, dass die Sachen nicht mehr passen. Natürlich ist das nicht angenehm, aber es geht eigentlich um diese Gefahren für unsere Gesundheit, wenn ich Übergewicht habe oder wenn ich dann immer so ein bisschen, ja, ich sag mal so, auch die Blutfette vielleicht erhöht sind, wenn einfach mein Körper, wenn ich vielleicht so Richtung Diabetes gehe, wenn ich dann auch ja, mich einfach nicht mehr so wohl fühle, weil meine Leber überlastet ist, weil ich dann vielleicht auch schon so leicht zu einer Fettleber neige. Und was kann ich denn tun, um zum Beispiel das entweder erst gar nicht entstehen zu lassen, beziehungsweise wenn ich da schon Probleme habe, dass ich da vielleicht ein bisschen gegensteuern kann. Und heute stelle ich Ihnen mal ein ganz kleines, feines Rezept vor. Bleiben Sie dran, es wird spannend. Ja, um unser Abnehmen zu unterstützen und unseren Fettstoffwechsel in Gang zu bringen, ist die Leber an sich das wichtigste Organ. Und diese Leber, die können wir ganz früh am Morgen schon unterstützen, in dem Moment, dass wir uns eine Mischung zubereiten, eine kleine, feine, süße Mischung. Und ich sage es jetzt dazu, ich habe das jetzt alles ganz neutral abgefüllt, damit nicht wieder ein Abonnent mir schreibt, ja, es wäre doch schön, wenn ich da deklarieren würde, dass es ein Werbevideo ist. Nein, es ist kein Werbevideo. Ja, und wir beginnen, denn für diese wunderbare Unterstützung unserer Leber brauche ich zuallererst einmal ein Olivenöl. Ein schönes fruchtiges Olivenöl habe ich hier und dann nehme ich einen Esslöffel Olivenöl und den gebe ich in ein Glas hinein. Und Olivenöl, das wissen wir, das hat sehr viele Omega-3-Fettsäuren. Olivenöl, das ist eben auch antientzündlich und es ist eine ganz wunderbare Grundlage, um das morgens schon mal für meine Leber ja einzunehmen. In dieses Olivenöl gebe ich eine kleine Löffelspitze vom Zimt hinein. Das kann ungefähr so, man sagt so ein Achtel Teelöffel. Der Zimt, der ist wieder auch sehr, sehr antientzündlich. Der Zimt, der hat ja durch seine ätherischen Öle, ist da einfach auch in dem Sinne anregend für meine Leber. Das Highlight hier ist Cheyenne-Pfeffer. Und Cheyenne-Pfeffer, wer den einmal so probiert hat, der Cheyenne-Pfeffer ist eben sehr, sehr scharf. Und diese Scharfstoffe, die sind eben wieder unheimlich gut, um meinen, ja, Stoffwechsel anzuregen, um meine Leber anzuregen. Und ich würde jetzt sagen, das ist hier jetzt schon ein bisschen viel, weil das ist ein etwas großer Holzlöffel. Also von einem, ja, Teelöffel vielleicht so ein Achtel. Also hier von der Menge vielleicht wirklich nur die Hälfte hineingeben, sonst wird es einfach viel zu scharf. Wir wollen das ja auch dann irgendwo noch konsumieren. Ja, damit die Schärfe etwas herausgeht, gebe ich jetzt hier ja so ein, zwei, drei Tropfen vom Honig hinein. Und der Honig, der hat eben auch wieder sehr viele Vitamine. Er hat das Wasserstoffperoxid, was antientzündlich ist. Und er ist natürlich hier auch für die Anregung vom Stoffwechsel, für den Leberstoffwechsel sehr, sehr wertvoll. Also einfach so etwas Honig mit hineingeben. Damit ich hier noch ein paar ätherische Öle habe, beziehungsweise auch damit das überhaupt essbar wird, gebe ich jetzt hier von der Zitrone den Saft von einer halben Zitrone, nicht ganz. Das kommt jetzt auch immer darauf an, wie saftig die Zitrone ist. Bei der, die ist nicht so saftig. Ich schau mal. Das reicht jetzt eigentlich schon. Den Zitronensaft gebe ich mit dazu. Genau, das waren jetzt wirklich bloß so vielleicht auch ein Teelöffel. Und jetzt kommt es darauf an, jetzt vermischen wir das schön. Dann nehme ich natürlich hier mal der Einfachheit noch diesen schönen Honiglöffel. Vielleicht habe ich ja noch ein bisschen dran. Also das Ganze jetzt schön verrühren. Der Cayennepfeffer, der die Schärfe hat, der natürlich richtig Hitze bringt und diese Hitze, die ist eben wirklich sehr, sehr gut, weil die meinen Stoffwechsel anregt. Der Zimt, der ist ein bisschen klein wenig abmildernd, auch geschmacklich. Dann habe ich die Zitrone darinnen und etwas Honig.
Und dann kommt hier eigentlich nur eine ganz relativ kleine Menge zustande. Ja, und dann habe ich mir das ja in 0, nichts, habe ich mir das hier zugebereitet am Morgen und dann nehme ich mir das so vielleicht so 20 Minuten bis eine halbe Stunde vorm Frühstück, einfach da mal so einen Teelöffel oder dann auch eigentlich die ganze Menge und koste das. Und spüre schon in dem Moment, wo ich das jetzt auch im Mund habe, ich spüre den Cayenne-Pfeffer, der sehr scharf ist. Ja, ich spüre natürlich auch dieses wunderbare Olivenöl, was für meine Leber natürlich eine Wohltat auch ist. Und ich habe dadurch, durch diese Bitterstoffe, schauen Sie, ich muss erst mal trinken, Moment. Denn das mache ich dann, ich habe dann auch immer so ein Glas Wasser dabei, dass ich dann ein Wasser dazu trinke. Und wenn ich das jetzt nicht an dem Morgen ganz und gar jetzt nehmen möchte, je nachdem wie man ist, dann mache ich das irgendwo, dann hebe ich das auf und nehme das nochmal am Nachmittag vor einer Mahlzeit. Aber ich habe dadurch einfach einen guten Fettstoffwechsel. Die Gallensäuren werden bei mir ausgeschüttet und damit habe ich natürlich eine viel bessere Fettverbrennung. Ich kann meine Arterien schützen damit, ja, einfach so dieses Arteriosklerose-Risiko. Und ich glaube auch so für Entzündungen ist es sehr, sehr gut. Also dass ich da auch so ein bisschen eine Entzündungshemmung habe. Also es ist einfach so wieder ein Mittel für alles und vor allen Dingen eben zum Abnehmen. Also dass man einfach dann auch merkt, einfach so diese, wenn das Verdauungssystem, wenn das einfach so der Stoffwechsel so ein bisschen lahm geworden ist, ja, dass ich dann einfach weiß, okay, das morgens vor dem Frühstück 20 bis 30 Minuten und dann weiß ich, okay, meine Verdauungssäfte werden ausgeschüttet, es funktioniert alles gut. Ja, herzlichen Dank fürs Zusehen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, lassen Sie gerne einen Daumen nach oben da, abonnieren Sie den Kanal und teilen Sie irgendwas oder ja, nehmen Sie es als Anregung und ja, bis zum nächsten Video. Vielen, vielen herzlichen Dank, Ihre Nadja.